Willkommen bei Bildner TV. Kennt ihr die Funktion Rechnungen buchen in OPOS? Wie ihr damit viel Zeit spart und Probleme vermeidet, das zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Heute geht es wieder um das Thema DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Zu Gast haben wir unseren Experten von der Kölner Wirtschaftsfachschule, Dozent und Fachbuchautor Günther Lenz. Hallo Günther, hallo. Auch Fachbereichsleiter bei der Kölner Wirtschaftsfachschule ja. für DATEV Kanzlei Rechnungswesen Unterricht. Ja, er zeigt uns heute ein paar spannende Funktionen, die ihr so wahrscheinlich nicht nutzt. Unter anderem geht es heute um die Funktion Rechnungen buchen in OPOS. Ja, Günther, was ist denn diese Funktion und warum wird sie oft auch nicht genutzt von den Nutzern? Das ist von der Seite her aus, wenn ich halt eben jetzt Rechnungen buche und der Kunde bucht Rechnungen, dann hat er zuerst mal seine Buchungsmaske im Vordergrund und schaut sich das innerhalb der Buchungsmaske an. Aber es ist oftmals so, dass er das drumherum nicht sieht. Ja. Mhm. Das heißt, es gibt also von DATEV eben ganz nützliche Funktionen, die integriert sind und die einfach zu wenig genutzt werden, ja, weil es den Kunden unter Umständen oder den entsprechenden Buchhalter zu lange auffällt oder weil es überhaupt nicht bekannt ist, ja, was die eigentlich bringen. Das wird einfach ignoriert, ja, und deswegen ist es so, dass man das konkret mal sehen sollte, was da dahinter steckt, ja, und es geht also hier ganz bewusst um die OPOS, um die offene Postenbuchführung in DATEV Kanzlei Rechnungswesen, nennt sich halt eben der Fachbegriff OPOS, ja. Und hier gibt es Rechnungen buchen, zum Beispiel innerhalb der OPOS Buchführung. Und dazu muss man natürlich zuerst mal von Grundlagen verstehen, was ein OPOS überhaupt ist, ein offener Posten, ja. Weil nur dann kann ich halt eben verstehen, was da dahinter steckt. Und das sollte man sich halt eben von der Erklärung zuerst mal ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Das Buch Praxisnahe Finanzbuchhaltung mit DATEV gibt es für SKA03 und für SKA04. Heute machen wir SKA0. Ich mache jetzt das Video für SKA04, ja, genau. Für SKA03 gebe ich schon mal das Konto an, wie das bei 3 heißen würde, aber ich muss jetzt nicht deswegen nochmal ein neues Video machen, weil es wäre lediglich die Kontonummer, die halt eben da sich ändert, ansonsten ist das identisch. Also die Logik ist die gleiche, also genau. Wenn ihr den SKA03 benutzt, dann könnt ihr das Video trotzdem angucken. Ja, ganz genau. Gut, schauen wir uns halt eben von Grundbegriffen an, die halt eben hier eine Wichtigkeit besitzen und das ist dieser Teil, der stammt halt eben jetzt aus dem Lehrbuch heraus und da wird nochmal erklärt, was die offene Postenbuchführung überhaupt ist. Ja, hier geht es halt erstmal um die offene Postenbuchführung Debitoren, also Kunden. Das ist eine wichtige Nebenbuchhaltung der Finanzbuchhaltung. Das heißt, ich buche mit Personenkonten, also Debitoren. Mhm. Und der entsprechende Sammelbetrag wird auf das Konto Forderung aus Lieferung und Leistung gebucht, automatisch gebucht. Und das einzelne Konto, das Personenkonto, gibt dann die entsprechende Forderung an den Kunden. Hier ist das Konto 1200, SKA04. Bei SKA03 heißt das 1400, ansonsten ist das identisch. Was erreiche ich durch die offene Postenbuchführung? Ja, ich kann also zusätzliche Buchungsmodi einstellen. Dazu zählt nämlich dieses Rechnungbuchen. Ich kann die Zahlungsbedingungen kontrollieren. Gleichzeitig beim Buchen, wenn ich das gebucht habe. Das heißt, ich buche jetzt eine entsprechende Ausgangsrechnung und kann halt eben zum Schluss sehen, wann kann ich dann mit dem Zahlungseingang der Rechnung, wann kann ich diese erwarten. Ja, das kann ich halt eben sehen. Ja. Und wenn der Kunde halt eben nicht bezahlt, kann ich halt eben anfangen auch zu mahnen und zu erinnern. Ja. Und auch das kann ich über diese offene Postenbuchführung realisieren. Ja. Und habe halt eben natürlich auch die Pflege des Kontokorrents, also das heißt, ich habe also offene Postenlisten für Debitoren, wo ich halt eben sehe, welche Rechnungen sind noch offen und welche sind schon bezahlt worden. Das kann ich halt eben dann über diese offene Postenbuchführung sehen. Genau das ist eigentlich unser Thema. Also hier insbesondere das entsprechende Buchen mit über Rechnungen buchen. Mhm. Ja. Ich habe jetzt hier ganz bewusst halt eben zwei Beispiele mal ausgesucht und da möchte ich das ganz gerne dran zeigen. Ich habe also jetzt hier zwei Belege herausgesucht, wo das Thema ist. Das heißt, es wird dann hier von einem Übungsmandanten, der nennt sich Perm GmbH. Das ist eine Firma, die
Hard- und Software einkäuft und verkauft. Und da ist es halt eben so, dass Verkauf von Zubehörteilen an den Kunden Mösch vorgenommen worden sind über eine Rechnung mit der Rechnungsnummer 05/2019, Gesamtbetrag 5.908,02 Euro am 13.02.2019. Diese Angaben sind wichtig für die offene Postenbuchführung. Der Kunde ist wichtig. Das Rechnungsdatum, also die Rechnungsnummer und der Rechnungsbetrag. Mhm. Das ist eigentlich das, was da dahinter steht. Und jetzt auch noch einen zweiten Beleg, ja, wo das halt eben auch nochmal hier aufgeführt, Verkauf von Handbüchern, gleicher Kunde, anderes Datum, andere Rechnungsnummer, anderer Betrag. Das okay. ist eigentlich das, was dahinter steht. Wenn noch kein Buchungsstapel angelegt wird, muss der als erstes natürlich angelegt werden. Und dann können wir anfangen zu buchen. Das ist jetzt eigentlich unser Thema. Ja, und das werden wir gehen direkt in die Praxis, dass wir uns das halt eben in dem Mandanten in diesem Perm GmbH direkt anschauen. Genau das, was hier steht, auch entsprechend buchen werden. Mhm. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für unsere Zuschauer. Mhm. Die Beispiele sind aus dem Buch DATEV Kanzlei Rechnungswesen von dir. Genau. Da können Sie, die Zuschauer, das natürlich auch entsprechend nachvollziehen, wenn Sie es noch üben wollen zu Hause am PC. Genau, genau. Selbstverständlich. Und hier steht ja das Jahr 2019, das ist ganz bewusst so, ja, weil im Buch wird der Jahresabschluss 2019-2020 erklärt. Mhm. Das kann ich für 2021 noch nicht, weil das Programm noch gar nicht so weit ist. Deswegen der Programmstand und das kommt erst im Dezember diesen Jahres und deswegen kann man nicht 2020 nehmen. Ja. Okay. Das zur Erklärung dabei, das brauchen wir. Wir gehen hier direkt ins Programm. Das heißt, ich habe also jetzt Folgendes gemacht und habe den Mandanten, also Perm GmbH, beziehungsweise die Firma entsprechend schon geöffnet. Und wir sind jetzt hier in DATEV Kanzlei Rechnungswesen und im nächsten Schritt gehen wir jetzt auf Belege buchen und legen jetzt einen entsprechenden neuen Buchungsstapel an. Machen wir ganz schnell Buchungsstapel anlegen für den Februar. Wir geben jetzt eine 2 an, dann nochmal eine 2. Da vom 1.2. bis 28.2. sagen jetzt hier Ausgangsrechnungen als Stapelnamen und Namenskürzel für denjenigen, der das Ganze hier bucht. Und kommen jetzt dazu, dass wir jetzt beginnen können zu buchen. Und haben jetzt die Buchungsmaske vor uns. Und die haben die meisten Kunden natürlich schon irgendwo im Kopf, ja, und beginnen halt eben jetzt, wenn sie die entsprechenden Rechnungen buchen, direkt halt eben mit dem Buchen mhm. und können da halt eben das Ganze verbuchen. Ich möchte das Ganze zeigen anhand den beiden Belegen der Ausgangssituation, wo ich das eben schon dargestellt habe und einmal buchen ohne Rechnungen buchen und einmal hier mit Rechnungen buchen, damit man den Unterschied sieht. Es würden zuerst Zubehörteile verkauft, also 5.980,02 Euro. Machen wir eine Habenbuchung draus. Geben jetzt hier das entsprechende Kundenkonto vor, das ist die Firma Mösch. Jetzt müsste ich ja lieber rausgucken, welche Kundennummer hat die Firma Mösch eigentlich. Also gebe ich jetzt hier ein Firma Mösch. Also ich muss mir jetzt den Kunden erstmal suchen, ja? Ja, ich suche den, da ist der Mösch. So, und dann haben wir hier die entsprechende Rechnungsnummer, also Ausgangsrechnung und dann 5/2019. Das Rechnungsdatum, also der 13. Februar, dann das entsprechende Erlöskonto, das ist den Zubehörteile, das wäre 4403, das ist das entsprechende Erlöskonto dazu, extra angelegt für den Übungsmandanten, bei SK03 heißt es übrigens 8403 und gebe jetzt hier noch ein Erlöse-Hardware als Text und damit ist die Rechnung gebucht und jetzt haben wir ja einen Buchungssatz getätigt in DATEV Kanzlei Rechnungswesen, ohne aber den offenen Posten richtig zu kontrollieren. Okay. Und genau das machen wir eben jetzt, dass wir eben über Rechnungen buchen und dann wird man eben den Unterschied ziemlich schnell feststellen. Ja. Okay. Das heißt, wir gehen dann jetzt für die zweite Rechnung, haben wir jetzt Folgendes, wir wählen Rechnungen buchen aus. Ja, bei Rechnungen buchen ist es jetzt so, ich muss jetzt das entsprechende Kundenkonto angeben von dieser Firma Mösch, hatte ich eben eingegeben, war die 10.001. Aha. Und dieses Konto, ja, wird eigentlich jetzt fest
gehalten, es bleibt also bestehen. Also quasi voreingestellt. Voreingestellt. Das heißt, ich kann dir 20 Kunden oder 20 Buchungen machen, die für die Firma Mesh jetzt zum Beispiel getätigt werden. Ich muss mir nicht mehr jedes Mal den Kunden extra raussuchen. Jedes Mal wieder raussuchen, genau. Das geht auch über bestimmte Rechnungsnummer der Geschäftspartner. Das ist eigentlich der Schritt. Mhm. Ja, jetzt ist das, sieht man das eigentlich hier, es ist jetzt voreingestellt und ich muss jetzt und kann jetzt die entsprechende Buchung tätigen. Ja, die zweite, 875,13 Euro. Ja. Machen wir auch wiederum eine entsprechende Habenbuchung, ja, damit das Konto gegen Konto im Soll gebucht wird. Mhm. Da ist das Ausgangsrechnungsnummer 06/2019. Das Datum ist der 15.02. Erlöskonto jetzt hier bei Handbüchern ist das 43.01. SK03 wäre es 83.01 und halt eben jetzt hier Erlöse Handbücher. Handbücher. So, damit ist die Rechnung getätigt. Wenn ich das jetzt bestätige und abschließe, kann ich jetzt eine weitere Rechnung buchen zu diesem entsprechenden Posten. Mhm. Will ich aber jetzt ganz bewusst nicht, sondern ich will eigentlich jetzt hier das Ganze auch kontrollieren. Und wenn ich, sobald ich jetzt hier oben habe, ich jetzt eine Buchungsmaske vor mir. Ja. Und wenn ich jetzt den Kunden Mesh eintrage hier, dann muss er mir die entsprechenden Rechnungen jetzt zeigen, die jetzt gebucht worden sind. Mhm. Hier sehe ich jetzt die Rechnungsnummern 5 und 6, Buchungsdatum. Wie lange sind die fällig? Das heißt, die Fälligkeitsdatum. Ja, also wenn ich jetzt gebucht habe, 15.02. die letzte ist die fällig am 17.03. die Rechnung. Und somit habe ich eine direkte Kontrolle über diesen offenen Posten. Okay. Das ist eigentlich das, was halt eben da dahinter steckt. Und noch eine Sache, ich kann das jetzt über die Salden, über Details, kann ich überprüfen, wie das jetzt im Einzelnen hier gebucht worden sind, also die entsprechenden Salden. Und bei den OPOS-Informationen kann ich sehen, wie denn die Zahlungskonditionen sind bei diesem Kunden. Ja, das heißt, 10 Tage, 14 Tage 2% Skontoabzug möglich, ja, bei Zahlung, wenn der Kunde innerhalb dieser 14 Tage Frist bezahlt. Ja. Und dieser Zahlungsfrist, bis wann die Zahlung überhaupt fällig ist, 30 Tage, das sehe ich auch jetzt hier dran. Das heißt, ich habe also viel, viel mehr Kontrolle über diesen offenen Posten, wenn ich über Rechnungen buche, ja, und kann also somit eine bessere Kontrolle der Buchverführung oder genauer gesagt eigentlich der OPOS-Buchführung halt eben auch durchführen. Eine tolle Funktion von DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Und können wir euch nur empfehlen, das auch so zu nutzen, wie euch Günter Lenz das eben gezeigt hat. Vielleicht noch mal ein Hinweis zu SK03 und SK04, weil oft diese Frage kommt. Es gibt natürlich die Bücher jeweils für den entsprechenden Kontenrahmen. Also wenn ihr die Bücher bestellen wollt, achtet darauf, auch den richtigen Kontenrahmen auszuwählen oder das Buch für den richtigen Kontenrahmen auszuwählen, damit ihr nicht jedes Mal umdenken müsst. Die Logik ist übrigens die gleiche bei dieser Funktion. Genau. Ja, herzlichen Dank, Günther. Ja, bitte gerne. Wir werden noch viele weitere Themen zu DATEV, Videos zu DATEV Kanzlei Rechnungswesen machen. Bleibt dran, abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Bis dann.